Wir haben einen 7-minütigen Trailer bekommen zu Alone in the Dark und wir schauen uns in diesem Video den Trailer gemeinsam an. Alone in the Dark, looking for Jeremy. Das kennen wir schon aus der Demo, kennen wir die Szene schon. Aber da war dann Schluss. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? Ja, was machen wir da? Let's just find him first. So ein bisschen Gameplay, wie man sieht. This can't be real. Gleiche Mechanik wie Resident Evil. Es hat eigentlich fast jeder Spieler mittlerweile, gell? Diese Art Third Person. Sneaken. Da vorne wartet einer. Was will er denn? Freeze! Also ich mag dieses Cowboy-mäßige. Diesen Look. Es erinnert mich ein bisschen auch an Red Dead Redemption. Tatsächlich ein bisschen. Der Look und so. Ui, da kommt einer. Are you? Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Are you a thinking man, Compare? No, not if I can help it. Der hat doch Schlüssel, die wir brauchen, oder? Bestimmt. Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? What happened, Batiste? How are we here? You know about the dark man haunting your uncle? I'm familiar with his mental state. I think we all in his head somehow, because these streets are real, but they're not locked on any map. How do I get back? Only Jeremy knows how. He has this juju necklace guiding him. You mean this talisman? The juju necklace. Just like it. He says it's been protecting him, ever since he got it from Miss Jackson down the street. You know where it came from? Have you been there? I was there no more than 1 hour ago looking for Jeremy. Locked it up to keep the ghouls from getting inside. You can have the key if you want. Ah, there is any keys da unten. Hi. You can have a key if you want. I'll take a look. Okay. Im Mülleimer sind Pistol Bullets. Aber sieht schon geil aus. Also die Grafik ist schon der absolute Burner. Was sind das für Dinger? Hübsche Lady, hä? Huh? You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone have a smoke. And it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Thank you for the much-needed break. Bon voyage. Bon voyage. Gute Reise. So geil, wie das aussieht, einfach das Haus. Ach, das kennen wir ja von Resi zufällig. Und wahrscheinlich geht dann irgendwas zu, wenn man die Schrotflinte nimmt. What is going on here?
am I? Okay. Switcht es immer hin und her, wenn sie dann in irgendeiner Situation ist, dass dann er auf einmal wieder zurückkommt? Oder sind sie in unterschiedlichen Welten? Die Einrichtung ist schon sehr schön. Es hat. Across the thresholds to my intended destination without a focusing device. Viktorianischer Einrichtungsstil, wie die Spencer Mansion. Echt cool. Ach, die Symbole erinnern mich ja auch so ein bisschen an Resiga. Hat schon was. Stammbaum. I remember hearing about their disappearance. Must have been 15 years or more now. Ach, ein Rätselchen ist das bestimmt. Mhm. Und dann öffnet sich bestimmt was. Und jetzt sie wieder. Ich glaube, die sind in irgendwelchen Parallelwelten, oder? Und beeinflussen sich gegenseitig? We did it. I opened up another dream. Und die Welt ändert sich. Hat ja ein bisschen auch was von Silent Hill, gell? Da ändert sich ja die Welt auch mit der Zeit im Verlaufe des Spieles. There we go. Also ich glaube, das ist schon auch, das geht ein bisschen auch auf die Psyche, würde ich mir so mal vorstellen können, weil ja es hier auch um jemanden geht, der eine Psychose hat. Wir wissen ja nicht, ob sich es irgendwie bei demjenigen, den wir eigentlich suchen, um einen Suizid handelte oder ähnliches. Der hat ja sowieso was mit der Psyche, was nicht so ganz gepasst hat. Und deswegen hat er ja Hilfe gerufen, durch einen Brief, so war das doch irgendwie. Und ich glaube, dass wir ein bisschen in seine Welt kommen, in seine Psycho-Welt. Uiuiui, aber die Wesen, die sind schon krass. Krass komisch irgendwie. Was sind das so Käfer-Dinger? Husch. Why would you give me hope? That's so cruel. January 16. Das war auf jeden Fall mal der 7-minütige Trailer, der uns schon einiges gezeigt hat an Gameplay, an Look. An ja, Rätseln, die wir vielleicht haben werden, also mit Sicherheit haben werden, ein bisschen Story. Ich denke, wir werden ja sehr in den Bann gezogen von Jeremys Psyche, den suchen wir ja. Und ich bin echt gespannt, was uns da erwarten wird. Also die Story wurde ja nochmal komplett so ein bisschen aufgearbeitet und abgeändert von Alone in the Dark. Und ich bin mega gehypt auf Alone in the Dark tatsächlich. Ich habe mich auf dieses Game am allermeisten gefreut von den Releases, die noch dieses Jahr statt hätten finden sollen. An dem Trailer hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, dass der Look mich sehr an Resident Evil erinnert hat. Also auch die Art und Weise der Rätsel, der Schlösser, Zahlencodes, das mit der Schrotflinte fand ich ziemlich cool. Also da ist schon ein bisschen was von Resident Evil adaptiert. Ist ja auch klar, dass darauf auf dem ursprünglichen Alone in the Dark basierte ja auch Resident Evil. Und jetzt denke ich, haben sie da auch wiederum ein wenig abgekupfert, was ich ziemlich cool finde. Gameplay fand ich auch gut, glaube ich, wird keine große Umstellung werden zu Resident Evil 2, 3, 4. Remake. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen 7 Minuten Alone in the Dark haltet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreibt und wir wie immer heiß diskutieren können. Und was meint ihr, was hatte das damit auf sich, dass die beiden eigentlich irgendwie zeitgleich selbe Terrains betreten haben, aber sich irgendwie nicht mehr getroffen haben? Meint ihr, die sind in einer Parallelwelt und wurden in die Psyche mit reingezogen? Vielleicht, weil sie den Talisman noch nicht haben oder ist der Talisman verflucht oder was passiert da? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr für Theorien habt, was uns dort erwarten wird, storytechnisch. Nächstes Jahr, 2024, ist es soweit, dann können wir endlich Alone in the Dark spielen, das Remake. Ich freue mich sehr darauf. Jedes weitere Update werden wir hier natürlich anschauen und ein bisschen diskutieren. Und wenn es wieder was Neues gibt,
seid ihr hier auf diesem Kanal auf jeden Fall genau richtig. Also lasst sehr gerne ein Like und Abo am Ende des Videos da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut and don't forget, be unique.